Irgendwie so muss auch rechts und so weiter. Na dann, Amphi, danke, dass du da warst. Und viel Spaß beim Zahnarzt. Auch wenn du nur kurz dahin musst. Ich muss noch schnell erzählen. Echt, ein Schneidezahn hat zwei Kanäle? Wusste ich nicht. Überdruckgranate. Also eine Granate. Druckgranate, ja, nie, ist klar. Muss mich auf die Arbeit konzentrieren. Ist demnächst, Amphi. Bin jetzt nicht ein Knochenartefakt in der Nähe. Sogar relativ nah diesmal. Aber wirklich das da unten. Normal nicht, aber es gibt Fälle. Au! Impression des Nichts. Das Nichts. Ich hab's nie erblickt, aber Daud hat mir genug erzählt, um zu wissen, dass man's nie vergisst. Wie kann man nichts nicht vergessen? Ich will was Schwert trösten, hing dir Zeug hin. Wo ist meine Pistole? Nein, nein, nein. Die Hexenperle. Ich will aber die Pistole haben. Voltaikschuss. Nein, nein. Atmina? Eigentlich müssten wir die Pistole noch irgendwo haben. Ja, zum einen gerade aufgesammelt. Da. Aufträge, Kräfte. Aufträge. Protokoll, Wissen, Karten. Nein, nein. Du bist einer unserer mächtigsten Nahkampfwaffen beraubt. Ich will meine Kanone. Ah, du wolltest dich etwas schmerztrösten, kommst deswegen zu mir? Bin ich so schmerztröstend? Ich kann es auf jeden Fall versuchen. Irrenanstalt. Hallo. Man das nicht einfach mitnehmen. Nee, das ist ein Musikzimmer und damit man bloß die Musik aus dem hört. So, was haben wir hier drin? Dich. Eine Zahlung würde trösten mit dem Fakt. Aha. Könntest du genauso gut sagen, sie kann, würde dich trösten. Hier ist ein Ende. Dafür bringbar. Verfluchtes Weib.
Könnte ich genauso gut trösten, Quatsch, hier enttrösten, indem sie sagt, es gibt genügend Leute, die weniger als zwei haben. Wir hatten nur ein Talent, doch das war der Hammer. Ich weiß nicht, wie viel ich habe. Ich weiß bloß, dass meine Dingszähne, wie heißen sie? Die Weisheitszähne kacke stehen bei mir. Aber es ist alles in Ordnung. Ist mit an den Strom angeschlossen. Ich will nicht nochmal betrunkene Gäste in meiner Privatgalerie haben. Hat Wochen gedauert, die ganzen Noten vom Blut zu reinigen. Aber meine Ärztin meint. Also meine Zahnärztin, die nicht mehr existiert, meinte, das ist alles in Ordnung. Mein Hals ist so rau wie ein gerupfter Fasan. Solange sie nicht anfangen weiterzuwachsen, soll ich genauso. Ungewöhnlicher Tresor. Aber ich habe schon viele geknackt. Sollte also zu schaffen sein. In Shawns Privatgemächern befindet sich ein ungewöhnlicher Tresor, der aber keine Kombination benötigt. Suche nach Hinweisen, wie er geöffnet werden kann. Mikrofon. Audiograph? Aha, hier tun wir dann die Aufnahme hinein. Damit kann ich eins von Shanyans Liedern abspielen. Ich muss nur eines finden. Das Lied hört man überall. Es kommt gut an. Shanyans Tagebuch. Letzter Eintrag. Ich darf nicht vergessen, die Arie zu ändern, mit der sich mein Tresor öffnen lässt. Vielleicht hole ich die Gloria-Karte aus der Galerie und kalibriere den Tresor damit. Es spielt keine Rolle, welches Lied ich auswähle, solange ich nur ein anderes nehme. Ich kann Ruders Ochskrautblüt nicht mehr verwenden, seit Eleonora das Geheimnis meines Musikschlosses kennt. Ich bete sie an, aber ich bin nicht dumm. Ich muss meine Schätze behüten. Mein Schatz, Enolia. Na dann, Streaming Cat, viel Spaß bei deinem Papierkram. Fühl dich genauso gedrückt. Viel Spaß im Lurk. Tschüss. Mein Schatz, Eleonora. Ulina. Joni. Gott, ist das ein Kackname. Ist der Meinung, das Schloss ließ sich nur mit echtem Gesang öffnen. Ich habe sie in ihrem Glauben gelassen. Aber es stimmt nicht. Ein Audiograph mit der richtigen Arie erfüllt genauso ihren Zweck. Solange das Schloss nur die reinen Töne meiner Stimme kennt, wird es sich auch öffnen. Die Tresorfirma besteht zwar darauf, dass es gefährlich ist, mit Audiografien als Referenzmaßnahme zu besitzen, aber ich habe keine andere Wahl. Ich werde nie diese Halsinfektion vergessen, die ich einmal hatte. Das sture Schloss wollte mein jämmerliches Krächzen und Gequäke einfach nicht erkennen. Es hat sich geweigert, das Tresor zu öffnen, und ich konnte an jedem Abend keine Juwelen tragen. Nein. Lieber ein kleines Risiko eingehen, als ohne Schmuck aufzutreten. Der Schlüssel zu seinem Tresor ist ein Lied? Mal was anderes.
Die nicht. Nichts. Flüstern, oh. Alle vier Bände von Flüstern aus dem Nichts. Ich glaube, die hatten wir alle schon. Wo? Dann suchen wir doch mal das Lied, welches er benutzt. Leichter Beutel, Essen, nom 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 nom. Ich liebe Geld. Ich mag Moneten. Ein Stück vom Nichts hat er auch. Junger Kerl, sein Name Tommy Kammer. Er hat nur ein Talent, doch das war der Hammer. So, welches hat er denn nun genommen? Beneath the marching soldiers' feet, the bugles call on the glen strong and brave. The new neighbors, the cannonballs on, the nerves and love. Sean Yan. Ihn zu hören kostet normalerweise ein Vermögen. Aber deswegen bin ich nicht hier. Oh, er hat einen Knochenartefakt. Und er ist allein hier drin. Die Wachen. Okay. Bin ich jetzt gerade direkt in dem drin explodiert oder was? Das war jetzt nicht so geplant, aber jetzt Notizen. Ich trete auf der Stelle. Jedes Lied, das ich schreibe, langweilt mich. Ich brauche Inspiration. In mir schlummert unerforschte Tiefe. Lieder. Die Gloriana. Ich will wie das Krächzen eines Raben erscheinen lassen. Natürlich erkennen meine andächtigen Zuhörer keinen Unterschied. Heute Abend im Opernhaus habe ich den tosenden Applaus erhalten. Zugabe, riefen sie. Bis sie heiser waren. Aber sie kommen mehr wegen meines Ruhms und des schönen Gesichts als den Plakaten. Auf den Plakaten als für meine Musik. Nein, ich darf bei all ihren Bewunderungen nicht selbstgefällig werden. Ich muss meine Talente ausschöpfen und noch wundersamere Lieder erschaffen. Nur wie? Der Legende nach schrieb der große Komponist Anton Grimitschewski sein pandalysisches Concerto im Todeskampf. Jede Note war ein Schrei des Verlusts und der Sehnsucht nach der Schwelle zum Nichts. Vielleicht wird ihr auch mich der Vorgeschmack auf den Tod inspirieren. Ja, das ist es. Ich muss nur ein wenig sterben, um als Künstler wiedergeboren zu werden. Ich muss hinter den Schleier spähen, um die große Wahrheit unserer Existenz zu erblicken. Gäbe es eine bessere Inspiration? Eine reinere Quelle kreativer Macht? Welch Meisterwerk ich komponieren könnte, wenn ich in die schwarzen Augen des Outsiders persönlich blicken würde. Ich frag mich immer noch, warum bin ich jetzt da gerade drin explodiert? Er hat einen Knochenartefakt dabei gehabt, das weiß ich. Zittrige Hände, wirklich schneller, Gegner schneller bewusstlos.
Raubvogel, Zähigkeit, maximale Gesundheit wird erhöht. Besser als der Raubvogel. So, auf jeden Fall sind wir den jetzt los. Bis zum Speiseraumaufzug. Eine Hexen. Ich kann nicht weitere Hexenperlen tragen. Geld, Geld. Arbeitsnotizen. Erz. Sollten wir vielleicht mal benutzen. Statt der Minen machen wir dich. Als, das geht auf die 3. Ist trotzdem blöd, dass wir keine Pistole mehr haben. Als ob man bloß eine Palle haben kann. Das muss das Messer sein. Daud hatte recht. Nix. Wo finden wir die Arie, mit der er den Tresor öffnet? Ja, irgendwo Referenzen, meinte er. Leichter Beutel. Da. Hier liegen Dinge. Da. Führung durch meine Sammlung. Werte Gäste, willkommen in meiner Sammlung persönlicher Erinnerungsstücke. Leider kann ich Sie heute nicht persönlich durch meine Privatgalerie führen, aber hier ist eine Liste einiger meiner Lieblingsschätze. Ich hoffe, Sie haben diesen seltenen und außergewöhnlichen Gegenständen ebenso viel Freude wie ich. Sean Yu. Gitarre. Auf der an die Herzlosen komponiert wurde. Mikrofon aus verziertem Gold, verwendet in Samata-Konzerten. Autobiografie der ersten Platte von Ein weiches Haar. Schimmert wie Gold, Gloriana. Violin und Bogen aus Redmoosfichte. Ein Geschenk von Herzog Luca Abele. Metronom aus Ebenholz und Derry-Silber. Miniaturpiano aus Maragoni und Blutochsenhorn. Wir haben es irgendwie mit Blut. Ein Geschenk der Tyvianischen Singvogelgesellschaft. Cool. Hat er noch irgendwas? Riss im. So, also hier ist nichts. Borealischer Singvogel überwältigt bei herzoglicher Gala. An einem beispiellosen Abend des Gesanges und des Tanzes zu Ehren seiner Gnaden Herzog Abele stach ein Künstler besonders hervor. Sean Yu, der borealische Singvogel, überwältigte das Publikum in der kaiserlichen Oper mit seinen grandiosen Balladen und bewegten Interpretationen kaiserlicher Arien. Klassischer Arien. Kaiserliche Arie, yay! Der aus Tyvia stammende Yu war einst vor kurzem auf der Suche nach kreativer Inspiration nach Kanaka gekommen.
und der Darbietung von gestern Abend nach zu urteilen, hat er die gesuchte Inspiration bereits gefunden. Herzog Abele ehrt die Interpretation des Sängers von Im Monat der Dunkelheit persönlich mit stehendem Applaus. Für alle, die nicht zu dem glücklichen Auserwählten zählten, die Juns Auftritt gestern Abend miterleben durften, werden schon in Kürze Audiografien des Konzertauftritts in den Warenhäusern vor Ort verfügbar sein. Monat der Dunkelheit, das könnte so sein. Die Kaiserliche Oper. Warum sollte er da Privatkonzerte geben? Warum nicht?